Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen im Namen des Länderbüros Hessen und Rheinland-Pfalz, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Hessischen Karl-Heimann-Flach-Stiftung. Mein Name ist Cornelia Elz, ich bin Referentin in unserem Büro in Wiesbaden und freue mich sehr über Ihr Interesse an unserem heutigen Web-Talk. Bevor wir in das Thema einsteigen, erlauben Sie mir zu Beginn ein paar Worte aufgrund der aktuellen Situation, denn der Angriff auf die Ukraine und die Bilder des Krieges in Europa schockieren uns alle. Unser Engagement gilt jetzt erst recht der Freiheit, den Menschenrechten und dem Frieden. Im Rahmen zahlreicher Veranstaltungen und auch auf unserer Website analysieren wir fortlaufend die aktuellen Ereignisse. In einem Blog unserer Stiftung finden Sie zum Krieg in Europa ebenfalls zahlreiche Informationen. Und wir haben auch auf unserer Website einige Hilfsangebote zusammengestellt, bei denen Sie sich engagieren können. Ich werde Ihnen gerne dazu einige Links gleich auch noch in den Chat stellen. Am heutigen Abend wollen wir uns im Rahmen dieses Web-Talks einer Buchvorstellung unter anderem den Fragen zuwenden, welche Beweggründe motivierten Deutsche einst in die NSDAP einzutreten? Welche Strategien wählten genau diese Parteimitglieder nach 1945, um sich in ihren Entnazifizierungsprozessen zu entlasten? Der Politikwissenschaftler, Wahl- und Parteienforscher Professor Jürgen Falter befasst sich seit vielen Jahren mit den Strukturen der NSDAP. Anfang des Jahres erschien sein aktuelles Buch Wie ich den Weg zum Führer fand, Beitrittsmotive und Entlastungsstrategien von NSDAP-Mitgliedern. Darin vergleichen er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Selbstzeugnisse von Parteimitgliedern der NSDAP aus der Zeit vor 1937 mit den Angaben derselben Personen in ihren Verfahren ab 46-47. Anhand zahlreicher zeitgenössischer Quellen werden damit und das erstmals überhaupt Antworten auch auf beide Fragen gefunden und damit hochinteressante Einblicke in die Sozialisationserfahrung und die persönlichen Einstellungen der untersuchten Personen gegeben. Herr Professor Falter gilt international als einer der wichtigsten Experten für die Erforschung der Struktur der NSDAP und ihrer Wähler. Er veröffentlichte unter anderem jüngst 2020 die Bücher Hitlers Parteigenossen und Hitlers Wähler. Er war von 1993 bis 2012 Inhaber des Lehrstuhls für Innenpolitik und empirische Politikforschung an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Und von 2012 bis 2019 hatte er dort eine Forschungsprofessur, ebenfalls am Institut für Politikwissenschaft inne. Lieber Herr Professor Falter, wir freuen uns sehr, dass Sie sich heute Abend die Zeit für uns genommen haben und uns interessante Einblicke in Ihre Forschungsergebnisse gewähren. Ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Die Freude ist ganz meinerseits. Und ja, soll ich anfangen? Kleinen Augenblick noch, denn ich möchte Ihnen gerne noch unseren Gesprächspartner und Moderator vorstellen und bedarf sehr herzlich ebenso begrüßen Herrn Professor Dr. Andreas Rödder. Auch er ist in Mainz beheimatet, nämlich an der Johannes-Gutenberg-Universität ebenso. Dort ist er seit 2005 ordentlicher Professor für neueste Geschichte. Er ist aktuell uns jedoch aus Washington zugeschaltet, denn dort ist er derzeit Helmut Schmidt, Distinguished Visiting Professor an der School of Advanced International Studies an der Johns Hopkins University. Lieber Herr Rödder, ein ganz, ganz herzliches Willkommen auf unserem digitalen Panel und danke, dass Sie sich auch trotz engem Terminkalender die Zeit genommen haben, diesen Abend hier mit uns zu ermöglichen. Auch Ihnen herzlich willkommen. Sehr gerne, vielen Dank, Frau Els, und guten Abend allen zusammen. Wie immer abschließend von mir noch die technischen Hinweise. Dieser Webtalk wird aufgezeichnet und parallel live gestreamt über plusfreiheit.org und YouTube. Sie haben als Zuschauer die Möglichkeit, sich mit der F- und A-Funktion an und der Runde zu beteiligen. Herr Rödder wird die Fragen, soweit es die Zeit erlaubt, mit aufgreifen und in die Diskussion mit einbringen. Die Fragen dürfen auch anonym gestellt werden. Bitte kennzeichnen Sie dies dann vorab. Und wir bitten um Verständnis, wenn vielleicht aus zeitlichen Gründen nicht alle Fragen Berücksichtigung finden können. Nun wünsche ich Ihnen und uns ein spannendes, erkenntnisreiches Gespräch. Lieber Herr Professor Falter, lieber Herr Professor Rödder, vielen Dank nochmal und darf nun das Wort an Herrn Professor Falter geben. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank von meiner Seite. Jetzt bin ich wirklich dran. Sie haben gesehen, ich konnte es kaum erwarten. Und jetzt geht es also los und mit der Frage eigentlich, was wissen wir überhaupt über die Mitglieder der NSDAP? Das ist ja eine ungeheuer wichtige Frage. 10 Millionen Deutsche und Österreicher und Sudetendeutsche haben sich zwischen 1925 und 1945 dieser Partei als Mitglied angeschlossen. Es sind auch wieder 850.000 ausgetreten. Aber es ist doch eine Massenpartei sondergleichen gewesen. Und angesichts dessen, was diese Partei angerichtet hat, was Deutschland angerichtet hat, müssen wir uns natürlich fragen, wer war das und warum haben so viele sich entschieden, als Mitglied in die NSDAP zu gehen? Was wissen wir? Wir wissen Bescheid über das Alter der Mitglieder, mit welchem Alter sie eingetreten sind. Sie waren sehr, sehr jung.
im Schnitt 25, 26 Jahre in den Anfangsjahren, also mit Abstand am jüngsten von allen Parteien der Weimarer Republik. Wir wissen über das Geschlecht Bescheid. Es waren hauptsächlich Männer, 95, 96, 94% Männer in den Anfangsjahren. Das ist dann allmählich, hat er sich etwas stärker angeglichen. Am Ende in den letzten Jahren, in den Kriegsjahren, waren bis zu 40% der Neueintretenden dann Frauen. Warum? Weil viele der Männer im Krieg waren. Wir wissen über die Generationen Bescheid, die sich der NSDAP angeschlossen haben. Und es ist nicht, wie oft gemeint ist, die Frontgeneration, die Schützengrabengeneration gewesen, sondern es war die Generation der Kriegskinder. Diejenigen, die den Krieg als Kinder und Jugendliche erlebt haben und erst in Euphorie waren und dann danach vollkommen enttäuscht waren über die Niederlage und entsetzt waren über die Novemberrevolution. Wir wissen über den Beruf Bescheid. Wir wissen, dass viel mehr Arbeiter Mitglieder geworden sind, als man lange vermutet hat. Bis zu 40% der NSDAP-Mitglieder waren versicherungsrechtlich Arbeiter. Und insofern war die NSDAP eine bunt zusammengesetzte, eine von den Berufen her fast gleichmäßig besetzte Partei mit einem leichten Übergewicht der Mittelschichten. Was wir nicht wissen oder worüber wir sehr wenig wissen, sind die Beweggründe, sind die Hintergründe. Was war es? Was hat die Leute in die Partei getrieben? Welche Rolle haben Antisemitismus, die Führerverehrung, die Kriegsniederlage und die Vertreibung? Es gab Vertreibungen nach dem Ersten Weltkrieg aus den Anschlussgebieten, die eben durch den Versailler Vertrag dann abgetreten werden mussten. Was haben Inflation und Arbeitslosigkeit dazu beigetragen? Darüber verfügen wir bisher bestenfalls über punktuelle Erkenntnisse, die oft durch Zeugnisse im Nachhinein, nach dem Ende des Dritten Reiches überhaupt erst erforscht worden sind. Wir haben aber das große Glück, dass es zwei große Quellenbestände gibt für unsere Fragen, nämlich etwa 600 Antworten auf ein Preisausschreiben, das ein Soziologe der Columbia University, Theodor Abel, 1934 durchgeführt hat, auf das fast 700 Leute antworten. Was 600 dieser Antworten sind erhalten. Und das sind zum Teil sehr, sehr ausführliche Lebensberichte mit unter anderem der Frage, unter welchen Bedingungen und warum seid ihr in die NSDAP eingetreten? Die zweite Quelle sind sogenannte Kampfzeitberichte von Mitgliedern der alten Garde. Das sind Leute, die zwischen 1925 und 1928 in die Partei eingetreten sind. Auch davon haben wir rund 500 solche Kampfzeitberichte vorliegen, die auch zwischen einer und 50, 60 Seiten lang sind. Und schließlich haben wir noch etwa 400 bis 500 Entnazifizierungsakten ausgewertet, also Akten, die entstanden sind im Rahmen der Prozesse, der sogenannten Spruchkammerprozesse, die gegen ehemalige NSDAP-Mitglieder nach dem Krieg geführt worden sind. Auf diese Weise sind wir in der Lage, einerseits Beitrittsmotive zu untersuchen, die 1934 bzw. 1936, 37 angeführt worden sind und können diese Angaben mit denselben, bei denselben Personen mit deren Angaben nach dem Krieg vergleichen. Das ist etwas, was es bisher noch nicht gegeben hat. Es sind insgesamt rund 10.000 Seiten Textmaterial und die Frage war, wie kann man diesen doch sehr großen Textkorpus auswerten, um zu möglichst objektiven Ergebnissen zu gelangen. Wir haben uns für eine Inhaltsanalyse entschieden. Das heißt, wir haben ausgezählt nach der Häufigkeit des Auftretens bestimmte Begriffe und Argumente. Die Frage ist aber, welche Begriffe und Argumente untersucht man denn? Nach welchen sucht man denn? Dazu muss man eine Art Schleppnetz entwickeln, mit dem man aus diesen 10.000 Textseiten die relevanten Begriffe und Aussagen herauszufinden versucht. Und dafür haben wir ein bestimmtes sozialwissenschaftliches Erklärungsmodell herangezogen, mit dessen Hilfe man Parteibeitritte und auch Austritte aus Parteien zu erklären versucht. Es ist ein Ansatz, mit dessen Hilfe man in der Lage ist, zu bestimmen, mit welchen Einstellungen die Leute in die Parteien gegangen sind. Und man unterscheidet zwischen positiven und negativen Anreizen, einer Partei beizutreten oder auch sie wieder zu verlassen. Kosten wie Zeit und Geld
sind negative Anreize. Man hat keine Zeit, man will nicht die Mitgliedsbeiträge zahlen, also geht man nicht in eine Partei oder es ist einem zu teuer, also geht man wieder raus. Es gibt aber auch positive Anreize, dazu gehören ideologische Übereinstimmung, die Suche nach Kameradschaft und Geborgenheit, die man unter seinen Parteigenossen zu finden hoffte, oder auch die Attraktivität führender Politiker. Mithilfe dieses Modells haben wir ein Auswertungsraster entwickelt, mit dessen Hilfe wir die Texte analysiert haben. Das ist sozusagen die Vorrede und jetzt kommen wir zu den Ergebnissen. Das erste Ergebnis ist, dass in ihrer Kindheit die NSDAP-Mitglieder, die späteren NSDAP-Mitglieder, häufig eine Erziehung im nationalistischen Geist im Elternhaus erfahren haben. Und vielfach hatten sie auch ein Elternhaus mit einer völkischen oder antisemitischen Prägung. Das beeinflusste die Kinder und Jugendlichen. Dann kommen als zweites bestimmte Fronterlebnisse hinzu. Der berühmte Schützengraben Sozialismus. Das heißt, die Erfahrung von Millionen von Menschen mit einer gewissermaßen klassenlosen Schicksalgemeinschaft. Und drittens, zahlreiche noch als ehemalige Frontsoldaten sind Mitglieder der Kriegskindergeneration. Ich habe es vorher erwähnt, die über die Kriegsniederlage besonders stark enttäuscht waren. Beide Gruppen, die Frontkämpfergeneration und die Kriegskindergeneration, lehnten die Novemberrevolution ab und gaben Juden und Marxisten Schuld an der Kriegsniederlage. Beiden gemeinsam war ferner die diffuse Vorstellung einer Verbindung von Nationalismus und Sozialismus, die ihnen die NSDAP durch das Angebot der Volksgemeinschaft zu geben versprach. Das war durchaus etwas für die damalige Zeit für viele Attraktives. Eine wichtige Rolle haben dann bei den späteren NSDAP-Mitgliedern Mitgliedschaften in nationalistischen, antisemitischen und völkischen Verbänden dargestellt. Die haben gewissermaßen als Katalysatoren, als Zwischenwirte auf dem Weg in die NSDAP gewirkt. Dazu gehörte der Stahlhelm, also der Bund Deutscher Frontkämpfer, der Deutsch-Völkische Schutz- und Trotzbund, also ein ungeheuer großer Verband, Teile der Bündischen Jugend und auch die DNVP, also die Deutsch-Nationale Volkspartei. Aber manche der frühen Nationalsozialisten, die vor 1933 eintraten, kamen auch von links, waren ursprünglich SPD- und Gewerkschaftsmitglieder, ja, manche sogar KPD-Mitglieder. Viele von diesen Lagerwechslern gaben an, über den mangelnden Nationalismus, das mangelnde Verständnis von deutschen Interessen in diesen Gruppierungen enttäuscht worden zu sein und seien deswegen zur NSDAP gewechselt. Aber was haben diese Personen gedacht? Was waren ihre Motive, sich der NSDAP als Mitglied anzuschließen? Eines der Hauptergebnisse unserer Untersuchung ist, dass die Beweggründe, NS-Parteigenosse zu werden, ausgesprochen vielgestaltig waren. Besonders wichtig waren ideologische Anreize. Zuallererst Nationalismus und Antikommunismus. Das findet sich bei den meisten Personen in den meisten Texten, in diesen etwa 1000 Texten für die Mitglieder vor 1933, die wir untersucht haben. Aber dazu gehörte auch die von vielen Zeitgenossen als charismatisch empfundene Person Adolf Hitlers. Das können wir heute kaum noch nachvollziehen, aber für die damalige Zeit galt das. Es war eine Art nahezu religiöser Führerkult, auf den man in diesen Texten stößt. Also Hitler als Jesus praktisch. Erst dann kommt erstaunlicherweise, für mich erstaunlicherweise, Antisemitismus ins Spiel, der nur in 40% der beiden Quellenbestände überhaupt auftritt. Eine wichtige Rolle haben auch die Wirksamkeit der NSDAP, der NS-Propaganda gespielt, die Ablehnung von Revolution und parlamentarischem System, die Ablehnung des Versailler Vertrags, das alles ist da zusammengekommen. Besonders häufig miteinander verbunden waren Antisemitismus, völkischer Nationalismus und Antimarxismus bzw. Antikommunismus. Der nationalsozialistische Slogan von den jüdischen Bolschewisten und den jüdischen Novemberverbrechen hat hier sichtlich Erfolg gehabt. Das gilt bis 1933. Da war die NSDAP in der Opposition.
ab 1933 ändert sich das alles. Es gab eine neue Situation. Bis 1933 und stärker noch bis 1930 war ja der Beitritt zur NSDAP mit bestimmten Kosten verbunden. Ab 1933 galt das eher zumindest teilweise für den Nicht-Beitritt. Der war eventuell mit Kosten verbunden. Es überwiegen nun opportunistische Motive, vor allem wirtschaftlicher und sozialer Natur. Zum Beispiel der Wunsch, als Referendar in den Staatsdienst übernommen zu werden, als Beamter befördert zu werden, als Arbeitslose eine Arbeitsstelle zu ergattern. Aber es finden sich auch vielfach Hinweise auf Beitritte unter sozialem Druck durch Kollegen, Arbeitgeber, Vorgesetzte, Freunde und Familien. Daneben aber haben natürlich auch ideologische Motive weiter eine Rolle gespielt. Etwa bei Hitlerjugendlichen, die, nachdem sie aus der Hitlerjugend ausgeschieden waren, in die NSDAP gegangen sind, nicht überführt worden sind. Sie sind gegangen, jeder musste ein Eintrittsgesuch unterzeichnen. Und es galt für die BDM-Abgängerinnen, also die weiblichen Hitlerjugendlichen. Übrigens interessant ist in diesem Zusammenhang diese allererste Frauenquote, nein, vielleicht die zweite, die KPD hatte vorher schon eine, von der NSDAP stammte. Man setzte fest, wie viele Hitlerjugendabgänger, also Männer, und wie viele BDM-Abgängerinnen, also Frauen, in die Partei aufgenommen werden sollten. Auf die Weise wollte man einen gewissen asymmetrischen Ausgleich schaffen zwischen Männern und Frauen. Wir haben dann in einem nächsten Schritt die Spruchkammerprotokolle und in denen die verschiedenen Entlastungsstrategien der früheren NSDAP-Mitglieder untersucht. Und da finden Sie häufig jugendlichen Idealismus als Entschuldigung. Oder man sei ein Opfer der Propaganda der NSDAP geworden, die einen geradezu überwältigt habe. Es wird hingewiesen auf automatische bzw. zwangsweise Überführungen, die es in dieser Form nicht gegeben hat, das muss man wirklich sagen. Und dann kommt die Beteuerung, man habe aus der Parteimitgliedschaft keinen Nutzen gezogen. Man habe nicht von ihr profitiert. Und interessant ist dann der Vergleich eben bei denen, deren Aussagen wir aus dem Dritten Reich haben, mit dem, was sie nach dem Dritten Reich in ihren Entnazifizierungsprozessen gesagt haben. Plötzlich stoßen wir auf viele Judenfreunde und Judenhelfer, wobei nicht wenige der Philosemiten sich 10 bis 12 Jahre vorher als rabiate Judenhasser geoutet hatten. Ein besonders beliebter Entlastungsgrund war übrigens, dass man als Parteigenosse immer anständig geblieben sei. Das wird vielfach gesagt in den Texten, die wir ausgewertet haben. In dem Buch, das nicht ich alleine geschrieben habe, sondern mit meinen damaligen Mitarbeitern, steht natürlich noch viel mehr, etwa über den konkreten Ablauf der Spruchkammerverfahren. Am Beispiel von Mitgliedern der sogenannten Alten Garde, über Motive des Parteiaustritts und die Widersprüche, ich bin kurz darauf eingegangen, zwischen vorher und nachher Gesagtem. Darauf will ich jetzt nicht eingehen, denn Sie sollen ja auch zu Wort kommen mit Ihren Fragen, sondern man sollte sich fragen, was ist denn die Relevanz des Ertrags dieser mehr als 5-jährigen Forschungsarbeit? Unbestreitbar ist natürlich einerseits die historische Bedeutung, damit wir verstehen können, wie es dazu kommen konnte, dass sich zwischen 1925 und 1945 rund 10 Millionen Deutsche, Österreicher und Sudetendeutsche dieser unmenschlichen Partei anschlossen. Von Gegenwartsrelevanz ist die Erkenntnis, dass ganz unterschiedliche Motive in extremistische Parteien führen können, dass langanhaltende, tiefgreifende Krisen oder ein charismatischer Politiker, wie Adolf Hitler ihn von seinen Zeitgenossen gesehen wurde, von vielen Zeitgenossen, und eine außerordentlich energische Propagandamaschinerie Millionen in die Arme einer extremistischen Bewegung treiben können. Ich will nicht ausschließen, dass unter ähnlichen Bedingungen das auch bei uns wieder passieren könnte. Aber wie ein Blick über die nationalen Grenzen hinaus zeigt, nicht nur bei uns. So viel zum Buch und ich übergebe an Andreas Röder. Herzlichen Dank für diese umfassende Einführung in die Ergebnisse und in die Anlage Ihres Buches. Ich höre Ihnen zu und verfolge
im selben Moment schon die Fragen, die eingehen. Es sind schon eine ganze Reihe von Fragen eingegangen. Fragen, die auch an das anknüpfen, was Sie jetzt gerade am Schluss gesagt haben, über die aktuelle Bedeutung oder über die aktuelle Gefahr, die mit einer solchen Konstellation verbunden ist. Darauf werden wir auch gleich zurückkommen. Aber lassen Sie uns vielleicht zunächst einmal über die Grundlagen Ihres Forschungsprojekts sprechen, wobei ich bei dieser Gelegenheit gerne sagen würde, dass ich mit Ihren Forschungen schon sehr, sehr lange vertraut bin. Und zwar aus einem Grund, ich erinnere mich, dass ich als ganz junger Student, das muss 1987 gewesen sein, an der Universität in Bonn einen Vortrag gehört habe von Eberhard Kolb, einem der großen Kenner der Geschichte der Weimarer Republik. Und der hielt damals einen ganz faszinierenden Vortrag über Hitlers Wähler und hat da ganz, ganz prominent die Ergebnisse von Jürgen Falter zitiert. Und insofern war für mich also schon eines der prägenden akademischen Erlebnisse, die ich hatte, wirklich bedeutender, eindrucksvoller Vortrag mit diesen Forschungsergebnissen von Jürgen Falter verbunden. Und wenn ich das sagen darf, ich habe das immer sehr bewundert, wie Sie diese harte empirische Arbeit immer weitergetrieben haben und auch nach einer Zeit, wo ich glaube etwa 98% der Deutschen Sie aus Talkshows kannten, zugleich diese wirklich wissenschaftlich empirische, auch entsagungsreiche Arbeit fortgesetzt haben und jetzt mit diesen Arbeiten, Sie haben Hitlers Wähler neu aufgelegt, Hitlers Mitglieder untersucht, in einem wirklich eindrucksvollen Projekt zu sehr, sehr reichhaltigen Ergebnissen gekommen sind, die unsere Kenntnisse über den Nationalsozialismus und wir haben es ja schon angesprochen, auch unsere Einsichten über den Nationalsozialismus hinaus auf eine ganz andere, viel validere Grundlage stellen. Lassen Sie mich meine erste Frage an genau dieser Grundlage anknüpfen und lassen Sie einen sehr stark qualitativ arbeitenden oder qualifizierend arbeitenden Historiker hier den Sozialwissenschaftler fragen, der inhaltliche Aussagen über Gründe für den Eintritt in eine Partei quantifiziert hat. Und lassen Sie mich an der Stelle nachfragen, Sie haben die Quellen ja dargestellt, diese Abel-Berichte, die Gimbel-Berichte und die Spruchkammerakten aus den Entnazifizierungsverfahren. Das sind ja wiederum ganz unterschiedliche Quellen, in denen vor allen Dingen mit ganz unterschiedlichen Aussageabsichten von Seiten der Betroffenen vorgegangen wird. Wer in den Abel- oder in den Gimbel-Berichten sich äußert, wird positiv darstellen wollen, warum er oder sie der NSDAP beigetreten ist und wird ein Interesse haben, ein möglichst hohes Maß an Übereinstimmung, Affinität mit dem Nationalsozialismus zu artikulieren. In den Entnazifizierungsverfahren ist natürlich genau das Gegenteil der Fall. Da wird man versuchen zu sagen, Sie haben es ja auch dargestellt, dass man so wenig wie möglich mit dem Nationalsozialismus zu tun hatte. Deswegen ist meine erste methodische Frage, Herr Falter, die, lassen sich diese unterschiedlichen Quellengattungen mit ihren ganz unterschiedlichen, ja diametral entgegengesetzten Aussageabsichten, lassen die sich quantifizierend so vereinheitlichen, dass daraus wirklich valide Ergebnisse gewonnen werden können? Oder geht durch eine solche quantifizierende Vereinheitlichung nicht doch etwas von den substanziellen Unterschieden dieser Quellengattung verloren? Man muss quellenkritisch vorgehen, ganz einfach. Und muss natürlich immer berücksichtigen, unter welchen Umständen sind diese Texte entstanden. Das Preisausschreiben von Abel ist 1934, als das Dritte Reich noch nicht vollständig alles durchdrungen hatte, entstanden, und zwar für ein amerikanisches Publikum. Und da kann man sich vorstellen, dass man Antisemitismus beispielsweise nicht in den Vordergrund stellt als ein Eintrittsmotiv in die NSDAP. Dennoch sind diese Texte von einer erstaunlichen Offenheit, auch was die Partei selbst angeht. Da steht NSDAP-Kritik drin in diesen Texten beispielsweise. Also man kann doch einem Teil schon trauen, wenn man es mit den Gimbel-Berichten, der sich ja an eine spezielle Gruppe, nämlich der alten Kämpfer richtet, der alten Garde, das waren diese 100.000, die zwischen 25 und 28 in die Partei eingetreten sind, und wenn sie drin geblieben sind, dann das goldene Parteiabzeichen bekommen haben. Die haben im fortgeschritteneren Dritten Reich 36, 37 ihre Berichte geschrieben, und zwar für die Partei, für Dienststellen der Partei.
Aber auch bei denen taucht nur zu 40% Antisemitismus auf. Genau die gleiche, im einen Falle 39, im anderen Falle 40%. Da sollte man doch annehmen, dass die den Antisemitismus eher in den Vordergrund stellen. Er war Staatsdoktrin. Tun sie aber nicht. Das führt mich zu der Überlegung, dass vielleicht dann doch der nicht das allein entscheidende Element war, sondern dass andere Dinge eine große Rolle gespielt haben. Und übereinstimmend bei beiden spielt Nationalismus eine große Rolle, spielt Antikommunismus, Antimarxismus eine sehr große Rolle. Bei den so Gimbel-Leuten dann noch ein paar andere Dinge, wie die Freude, in der Partei arbeiten zu können, für die Bewegung tätig sein zu können, an Straßenkämpfen teilgenommen zu haben, ist halt eine andere Gruppe. Aber man kann ja diese beiden Sachen vergleichen. Und wenn man sie vergleicht und Übereinstimmungen feststellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch relativ hoch, dass für Texte, die für so unterschiedliche Auditorien, für unterschiedliche Leser geschrieben worden sind, dass an denen dann doch etwas dran ist. Und dann kommt der Vergleich mit der Entnazifizierung. Sind dieselben Leute, nicht wahr, die wir untersuchen? Und da stellen wir fest, die sagen etwas ganz anderes. Und natürlich sagen sie was ganz anderes, weil sie sich nämlich einwaschen wollen, weil sie sich erklären wollen. Und diese Riesenunterschiede vorher, nachher und die großen Übereinstimmungen innerhalb des Dritten Reichs, die geben mir, glaube ich, dann doch die Gewissheit, dass wir nicht ganz falsch liegen, abgesehen davon, dass die Stichproben auch nicht ganz unrepräsentativ sind. Ja. Aber jetzt sagen Sie mal, Herr Falter, das leuchtet mir ja völlig ein mit den Abel- und den Gimbel-Berichten. Aber was ist denn jetzt nach Ihrer Einschätzung dann der von Ihnen als valide erfasste Grund der Partei beizutreten? Das, was in den Abel- und Gimbel-Berichten steht und nicht das, was in den Entnazifizierungsakten steht, dann wäre für mich auch die Frage, welche Rolle spielen die Entnazifizierungsakten dann für Sie, um die Beitrittsmotive zu erkennen? Ist das nur für Sie interessant, weil Sie sagen, da kann ich die nachträglichen Rechtfertigungsstrategien rauslesen, oder sind die Entnazifizierungsprotokolle dann auch für Sie zur Ermittlung der Beitrittsmotive relevant? Man muss dazu sagen, Abel und Gimbel beziehen sich auf die Zeit vor 1933, ja, vor der sogenannten Machtergreifung, vor der Etablierung des Dritten Reichs. Mhm. Die Entnazifizierungsakten beziehen sich zu 80% und mehr auf die Zeit ab 1933. Sie sind die einzige Massenquelle, die wir haben, wo wir etwas erfahren können, was haben die Leute, wenn auch nachträglich, gesagt über ihre Motive, sich der NSDAP anzuschließen. Und da gibt es bestimmte Häufungen. Und diese Häufungen geben einem an doch zu denken. Es gibt Nicht-Häufungen, Antisemitismus taucht nicht mehr auf beispielsweise. Ja. Antikommunismus taucht noch auf, wenn auch seltener, aber er taucht auf, Antimarxismus. Was sehr stark auftaucht, ist die Wirkung der Propaganda, ist das Charisma von Hitler, das taucht in allen drei Quellen auf. Es muss wirklich so empfunden worden sein, so wenig wir uns diesen doch brüllenden, tobenden Mann heute vorstellen können in der Politik. Und es tauchen bestimmte Entlastungsstrategien auf. Das war für mich das eigentlich Interessante daran. Ich glaube, bei einigen, die angeben, sozialer Druck hat eine Rolle gespielt. Es ist auch in Einzelfällen nachgewiesen, dass beispielsweise Referendaren gesagt worden ist, ihr werdet nur Beamte, wenn ihr euch der NSDAP anschließt. Das schreiben die nicht nur in ihren Entnazifizierungsakten, sondern das lässt sich auch in der Zeit, in Quellen nachschließen, in zeitgenössischen Quellen, also vor 1945 geschriebenen Sachen nachweisen. Oder der Gastronom, der in die NSDAP eintritt, damit weiter Gäste bewirten darf, damit die SA weiter zu ihm kommt beispielsweise. Das ist durchaus glaubwürdig, weil es vielfach belegt ist durch Zeugenaussagen danach. Insofern setze ich, man muss es sehr kritisch lesen, ganz kritisch. Und immer gucken, die Leute wollen sich entschuldigen. Sie wollen erklären. Sie wollen nicht belastet sein. Deswegen sagen sie doch alle, sie seien anständig geblieben. Auch die, die unanständig waren. Das können wir nachweisen, dass Unanständige sagen, sie seien anständig geblieben beispielsweise. Oder dass man sagt, man sei unter Druck der Partei eingetreten. Das ist in manchen Fällen nachweisbar, in anderen Fällen ist es sicherlich eine Entschuldigung. Aber interessant ist doch zu sehen, mit welchen Topoi, mit welchen Argumenten haben die Leute gearbeitet, um sich reinzuwaschen oder um sich zu erklären. Und das ist ein ganz deutlicher Gegensatz zwischen dem vorher
und dem Nachher. Und dieser Gegensatz macht mich dann auch wieder mutig zu glauben, dass nicht alles, was in den Spruchkammerprotokollen steht, falsch ist. Man muss es richtig lesen. Mhm. Und das heißt, bei den Spruchkammerprotokollen gehen Sie vor allen Dingen nach den Dingen, bei denen es bestimmte Häufungen gibt? Oder wie haben Sie den Wahrheitsgehalt oder den Plausibilitätsgehalt, wollen wir so sagen, der Aussagen aus den Spruchkammerakten ermittelt? Na, quellenkritisch heißt in diesem Falle, dass man natürlich den historischen Kontext einbezieht, und zwar den, über den etwas gesagt wird und den, in dem etwas entstanden ist. Beides muss zusammenkommen. Und manche Sachen sind relativ glaubwürdig und andere Sachen, weiß man, sind völlig unglaubwürdig. Und beispielsweise die Aussage der automatischen oder zwangsläufigen Überführung sind Schutzbehauptungen. Dennoch tauchen sie bei etwa 25-30% der Texte aus den Entnazifizierungsakten auf. Wie erklärt sich das, Herr Falter? Weil das ist ja tatsächlich so einer der Topoi, die immer wieder geäußert werden. Wie erklärt sich dieser Topos? Haben die Leute geglaubt, dass man die Mechanismen des Nationalsozialismus nicht kennt und das dann glauben würde? Oder wie erklären Sie diesen eigentümlichen Topos? Also ich habe ein Entnazifizierungsprotokoll vorliegen, witzigerweise ein Kollege und Freund meines Vaters von der Bergstraße. Er war auch Arzt und hat angegeben, er sei in die SA eingetreten, damit er studieren durfte, was schon nicht ganz stimmt. Mhm. Mein Vater ist auch ohne jemals in der Partei gewesen, gleicher Jahrgang, an der gleichen Universität hat er studiert, das war nicht das Problem. Dann hat er angegeben, er sei 1937 ohne sein Wissen in die SA überführt worden und sei plötzlich als Parteigenosse aufgewacht. Und die Spruchkammer hat gesagt, ja, ja, das stimmt. Obwohl das eindeutig falsch ist, nicht wahr? Das heißt, er musste eine persönliche Aufnahmeantrag unterzeichnen, sonst wäre er nicht aufgenommen worden. Leider sind die meisten der Aufnahmeanträge nicht erhalten geblieben. Wir haben nur so etwa 1 Million sind etwa erhalten geblieben von 10 Millionen, während praktisch alle Mitgliedskarten erhalten geblieben sind. Deswegen können wir ja so viel über die Struktur der NSDAP sagen. Also mit anderen Worten, es gibt dann Sachen, wo ganz klar gelogen worden ist. Und im Einzelfall lässt sich das dann auch nachweisen. Aber nochmal die Frage, wie kommt das mit dieser als Massenphänomen, dass die Leute sagen, sie seien in die Partei überführt worden? Konnte man damit rechnen, dass die Spruchkammergerichte das nicht wissen und dass es sozusagen so eine kollektive, ich will nicht sagen Lüge, aber doch so ein Kollektiv oder doch Lüge, mit dem man irgendwie durchkommen konnte? Oder wie erklärt sich das? Also es gibt natürlich Erinnerungsverzerrungen, die meistens zu den eigenen Gunsten sprechen. Ja. Das darf man nicht unterschätzen. Dann muss man davon ausgehen, etwa bei den Hitlerjugendabgängern, von denen sollten 30% in die Partei gehen, die wurden empfohlen von den Hitlerjugendführern und manchmal wurden Listen vorgelegt an Empfehlungen. Und daraus kann man natürlich schließen, dass das abgekürzte Prozesse gegeben haben mag. Trotzdem musste unterschrieben werden. Ich habe viele Fälle vorliegen, wo ein Gesuch um Aufnahme zurückgeschickt wird, weil auf dem Aufnahmeantrag nicht persönlich unterschrieben wird. Es gibt allerdings zwei Fälle aus Österreich, wo ein Kollege Gerhard Potzen nachgewiesen hat, dass da die Unterschrift auch gefälscht worden ist. Mhm. So Sachen gab es auch, wo möglicherweise der SA-Führer oder der Hitlerjugendführer da seinen eigenen August Wilhelm drunter gesetzt hat. Aber diese Häufung deutet darauf hin, dass also in der Erinnerung es so war, möglicherweise man glaubte, das müsse so gewesen sein. Ich bin völlig sicher, dass empfohlene Leute unter Druck gesetzt worden sind. Wenn der Hitlerjugendführer gesagt hat, du und du, ihr geht in die NSDAP, ihr seid die Erwählten, die anderen dürfen nicht, dass man dann sich schon unter Druck gesetzt gefühlt hat und das als eine Art, automatischer oder zwangsläufiger Überführung angesehen hat. Das Gleiche gibt es von der SA-Seite beispielsweise. Das Gleiche gibt es von der Deutschen Arbeitsfront, von der NS-Wohlfahrt und Ähnliches mehr. Das heißt mit anderen Worten, Abkürzungen mag es gegeben haben, aber die Parteiregularien waren eindeutig und klar. Du musst persönlich unterschreiben, sonst kommst du nicht rein.
Ich würde gerne an der Stelle eine Frage von aus unserem Zuschauerkreis gleich anschließen und möchte gleich dazu sagen, aus datenschutzrechtlichen Gründen, weil wir das auf YouTube übertragen und es hinterher abrufbar ist, nenne ich keinen Namen der Fragestellenden. Also bitte fühlen Sie sich, wenn Sie eine Frage gestellt haben, jetzt nicht benachteiligt, wenn wir die Namen nicht nennen. Das hat rein datenschutzrechtliche Gründe. Einer unserer Zuschauer aber jedenfalls fragt, ob alle deutschen Angehörigen der Waffen-SS eigentlich Parteimitglieder sein mussten. Und er fragt insbesondere nach den Divisionen Viking und das Reich und fragt, ob die ausländischen Freiwilligen in diesen Divisionen NSDAP-Mitglieder werden konnten. Die ausländischen durften nicht, ganz klar. Man musste Deutscher sein. Selbst die Volksdeutschen durften nicht. Das heißt also, die Siebenbürger Sachsen beispielsweise konnten nicht automatisch in die NSDAP. Zweitens, selbst die SS-Angehörigen waren nicht alle in der Partei, also der allgemeinen SS, die ja sozusagen die viel härtere Weltanschauungsgruppe war und die der Waffen-SS ebenfalls nicht, nach meinem Wissen. Und über die beiden Divisionen kann ich nichts sagen, da habe ich nicht geforscht. Ich würde gerne hier noch eine weitere methodische Frage aus unserem Zuschauerkreis einfügen, die sich noch einmal auf die Frage der Repräsentativität bezieht. Einer unserer Zuschauer fragt, ob bei 10 Millionen Parteimitgliedern die Auswertung von einigen hundert eher zufälligen Aussagen von Parteimitgliedern tatsächlich eine statistische Auswertung, eine repräsentative Auswertung möglich macht oder ob es bei der Untersuchung doch eher eine Bewertung von Einzelschicksalen bleiben würde. Repräsentative Stichproben sind nie größer als 1.000 bis 2.000 Fälle. Wir haben etwa 1.000 Abel- und Gimbel-Leute zusammengenommen. Wir haben knapp 500 eine Zufallsstichprobe von Entnazifizierungsakten. Die Frage ist, wie diese Stichprobe gezogen wird nach Zufallskriterien. Wenn das der Fall ist, kann man sagen, das ist eine repräsentative Stichprobe mit gewissen Irrtumswahrscheinlichkeiten. Bei unseren Abel- und Gimbel-Leuten ist natürlich keine Zufallsstichprobe, ganz klar. Das sind Leute, die sich am Preisausschreiben beteiligt haben. Das sind Leute, die Kampfzeitberichte abgegeben haben, auf Aufforderung durch die Partei. Da haben wir überprüft, inwiefern entspricht deren Altersstruktur, Geschlecht, ihre Berufsstruktur, die regionale Herkunft der Gesamtpartei. Wir wissen das aus der Gesamtpartei, aus meinem früheren Buch Hitlers Parteigenossen, da habe ich das ja in aller Ausführlichkeit untersucht. Da haben wir eine sehr, sehr große repräsentative Stichprobe von über 50.000 Fällen aus der NSDAP-Mitgliederkartei gezogen und haben diesen Vergleich dann gemacht. Divergieren die sehr stark, also unsere Abel- und Gimbel-Leute, von der allgemeinen Verteilung der NSDAP-Mitglieder? Nein, tun sie nicht, sondern die Struktur ist sehr ähnlich, was einen Hinweis darauf gibt, dass das nicht völlig unrepräsentativ ist. Es gibt aber ein Argument natürlich, sie müssen schon irgendwie schriftgewohnt gewesen sein. Das heißt also, jemand, der illiterat war oder Analphabet, konnte sich ja schon mal nicht beteiligen an den Berichten und am Brauchsausschreiben. Es waren Leute, für die Schreiben zum Alltag gehörte. Insofern ist eine gewisse Bildungsverzerrung mit Sicherheit drin. Aber dennoch lässt sich auch aus kleinen Stichproben, auch repräsentativ schlussfolgern auf eine Grundgesamtheit. Die besten Wahlvorhersagen sind nie größer als 1.000 bis 1.500 Fälle und sind doch erstaunlich genau. Ich würde gerne inhaltlich nochmal zurückkommen, Herr Falter, auf diese drei unterschiedlichen Gruppen. Die alte Garde, dann diejenigen, die zwischen 1930 und 1932 beigetreten waren und diejenigen, die dann nach dem 30. Januar 1933 beigetreten ist. Mich hat das sehr überzeugt, was Sie in dem Buch schreiben über die hohen und die niedrigen Beitrittskosten. In einem Fall, im ersten Fall bis 1933, macht man das eigentlich gegen die allgemeinen Umstände, muss also eigentlich viel investieren, um in die Partei zu gehen. Danach ist es genau umgekehrt. Da investiert man soziale Kosten, wenn man nicht in die Partei eintritt. Was heißt denn das, Herr Falter, eigentlich für das Sozialprofil, aber auch das mentale oder ideologische Profil dieser, sagen wir mal, beiden Gruppen, der vor dem 30. Januar Beigetretenen und der danach Beigetretenen? Wie haben sich in Ihren Forschungen diese beiden Gruppen am meisten voneinander unterschieden?
Also eines ist klar, es ist eine Hochkostensituation in vielen Fällen gewesen, wenn man vor 1930, als die Partei verfemt war, als sie sozusagen, als eher verrückte Extremisten am rechten Rand behandelt worden sind. Wer da eingetreten ist, musste schon sehr überzeugt gewesen sein. Das heißt also, da waren starke ideologische Gründe, starke Überzeugungen standen dahinter. Oder auch in manchen Fällen, dass man als kleine Gruppe eingetreten ist, mit Freunden zusammen, die einen dann mitgenommen haben. Auch das ist belegt. Ja? Aber im Allgemeinen starke ideologische Überzeugungen, dann auch der Wille, sich gegen außen zu behaupten, was dann auch wieder zusammengeschmiedet hat. Hitler hat ja ohnehin seine Partei zunächst einmal als die berühmte historische Minorität verstanden, also eine Minderheit, die nur als Minderheit von total überzeugten, kampfbereiten Menschen in der Lage ist, diesen Umsturz herbeizuführen, den er wollte. Denn ursprünglich hat er ja nicht auf Wahlen gesetzt. Und die nach 1933, die waren dann in einer eher Belohnungssituation, wenn sie in die NSDAP eingetreten sind. Nicht alle, aber viele. Ich will Ihnen mal zwei Beispiele nennen, dass es eine Bestrafung sein konnte, wenn man nicht in die Partei eingetreten ist, obwohl man vielfach aufgefordert ist. Das ist mein Großvater väterlicherseits. Er war Justizbeamter und hat als sehr überzeugter, strenger Katholik sich geweigert, in die NSDAP einzutreten. Er ist nie befördert worden, obwohl das längst der Fall hätte sein müssen. Den haben die einfach auf seiner sehr niedrigen Stelle verhungern lassen. Das andere ist mein Patenonkel, der 1944 in die Partei eingetreten ist, kurze Zeit bevor er im Krieg gefallen ist. Und das hat er gemacht, ohne seiner Familie ein Wort zu sagen. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe das zufällig entdeckt, als ich nicht im Bundesarchiv, sondern im Vorgänger im Berlin Document Center an der NSDAP Mitgliederkartei war. Da guckt man natürlich auch nach, welche Falters waren denn da drin. Mein Vater, meine Mutter nicht, meine Großeltern nicht. Und bis auf meinen Onkel. Ich entdecke einen Willy Falter, der genau da geboren war, wo er hätte geboren sein müssen, der da wohnte. Und das erzählte ich meinem Vater und er hat es nicht geglaubt. Ich musste ihm eine Kopie dann dieser Mitgliedskarte bringen. Da hat er es zum ersten Mal geglaubt und hat gesagt, das hat er vollkommen im Geheimen gemacht. Mein Vater hätte ihn rausgeschmissen zu Hause, also mein Großvater, wenn er das gesagt hätte. Also in der katholischen Familie war das eine Hochkostensituation für ihn. Er hat sich nicht getraut, es zu sagen. Gesellschaftlich war es eher eine Belohnungsfunktion, weil er hoffte, als angehender Studienreferendar dann ins Beamtenverhältnis übernommen zu werden, was geholfen hätte mit Sicherheit. Also es gibt beides, aber im Allgemeinen war die Belohnungssituation natürlich ab 33 größer. Wenn man Parteimitglied war, da war man einer von zunächst einmal 3 Millionen, dann später 7 Millionen, ganz am Ende 9 Millionen. Und die Partei hatte den Staat weitestgehend durchdrungen. Das hat schon sehr geholfen. Da ist man doch im Allgemeinen nicht auf Ablehnung gestoßen. Es sei denn, man kam aus bestimmten Zirkeln, wo das absolut nicht angesehen war. Also in einem ursprünglich gewerkschaftlich organisierten sozialistischen Arbeiterumfeld in die NSDAP zu gehen, das hätte natürlich zu einer quasi Exkommunikation aus diesem Bereich geführt. Und das Gleiche unter sehr strengen Katholiken, die auch nichts am Hut hatten mit der NSDAP. Ich würde gerne eine weitere Frage von unseren Zuschauern aufnehmen. Einer unserer Zuschauer fragt nämlich nach dem sozialen Unterschied zwischen den Motiven. Wie unterschieden sich die Motive der NSDAP-Mitglieder aus den unteren Schichten und den mittleren und oberen Schichten der Gesellschaft in den 30er Jahren? Können Sie dazu was sagen? Die Unterschiede waren gar nicht so groß. Nur die Formulierungen sind eleganter, kann man vielleicht sagen. Okay. Also man merkt ganz erstaunlich, in allen beiden Bereichen, also nennen wir mal die Mittelschicht. Von der Oberschicht sind halt ganz, ganz wenige bei uns drin. Da gibt es auch ein paar. Dieser russische Graf, den ich gefunden habe, beispielsweise deutsch-russischer Graf, der NSDAP-Mitglied war. Es ist Nationalismus, es ist Antikommunismus. Und zwar sozusagen in den Schichtabstufungen. Da sind die Unterschiede sehr gering. Später im Dritten Reich, in den Entnazifizierungsakten, gibt es eher schon mal einen Unterschied,
weil der Arbeitslose, das war dann typischerweise doch jemand aus dem, was man Unterschicht nennt, Arbeiterschicht nennt, gehofft hat, dass er eingestellt wird, dann bei den Stadtwerken beispielsweise, was auch 100.000-fach passiert ist, muss man dazu sagen. Dass die NSDAP hat sehr viele Parteimitglieder, die arbeitslos waren, dann eingestellt, hat die Stadt unter Druck gesetzt, dass die denen irgendeinen Job gegeben haben. Und da wurde halt mancher Friedhofaufseher, obwohl er weitaus höher qualifiziert war und von Beruf eigentlich Facharbeiter war. Ich würde gerne noch mal nach den Motiven etwas genauer fragen, was Einzelmotive angeht. Auf das eine haben Sie vorhin hingewiesen mit dem interessanten Befund, dass Sie sagten, was den Ersten Weltkrieg angeht, so ist es eigentlich weniger die Frontkämpfergeneration als die Kriegskindergeneration, die sich hier in der NSDAP wiederfindet. Dennoch ist ja das Interessante, und Sie stellen das sehr deutlich heraus, welche Bedeutung der Erste Weltkrieg, die Erfahrung, die Erinnerung des Ersten Weltkriegs spielt, das hat man ja lange Zeit gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Man hatte den üblichen multifaktoriellen Erklärungen für den Aufstieg der NSDAP, hat man die Weltwirtschaftskrise und vielleicht noch den Versailler Vertrag, wenn es hoch, doch den Versailler Vertrag hat man so genannt. Aber den Ersten Weltkrieg, dieses Kriegserlebnis, die Kriegserfahrung, das ist eigentlich nach meiner Einschätzung in den letzten Jahren erst stärker in den Fokus der Forschung gerückt, leuchtet mir aber völlig ein. Es zeigt den Ersten Weltkrieg natürlich als eine geradezu kollektive, traumatische Erfahrung, wobei weniger den Krieg an sich vielleicht, sondern die Erinnerung, die weitere Verarbeitung dieses Kriegserlebnisses. Herr Falter, würden Sie aus Ihrer Perspektive zu dieser Bedeutung des Kriegserlebnisses beziehungsweise mehr möglicherweise seiner Erinnerung für Ihre Forschung etwas sagen? Also es finden sich sehr viele Zeugnisse, relativ viele Zeugnisse, sagen wir es mal so, die sich direkt auf Kriegserfahrungen beziehen. Kriegserlebnisse werden seltener genannt, aber Kriegserfahrungen. Und zwar das Zusammenrücken an der Front, im Schützengraben, wo alle gleich sind. Natürlich sind die Offiziere ungleich, aber man sitzt mit den Offizieren und vor der Granate sind alle gleich. Und sie haben alle das Gleiche zu essen bekommen. Sie haben die gleichen Ängste gehabt und so weiter. Und da ist anscheinend bei vielen Leuten so ein Gefühl der Solidarität, der Kameradschaft entstanden, dass man dann vermisst hat, nachdem man ins Zivilleben entlassen worden ist und dort auf die Spaltung der Gesellschaft wieder traf, und oben und unten, wo er sich gar nicht verständigen konnte, in bürgerliche und in nichtbürgerliche Gruppierungen. Und die Sehnsucht, diese Spaltung zu überwinden, findet sich bei vielen. Und dann kommen eben Berichte, zeitgenössisch, also nicht in der Entnazifizierung, die dann sagen, in der Partei habe ich dieses Gefühl der Solidarität und der Kameradschaft wiedergefunden, das ich im Krieg erlebt habe und das ich so entbehrt habe in der Zwischenzeit. Das ist die eine Aussage. Die andere, dass die Partei anbietet mit dieser Idee, dieser Vorstellung der Volksgemeinschaft, der Einigkeit der Arbeiter, der Stirn und der Faust, wie es geheißen hat, dass man da diese Spaltung der Gesellschaft auch überwindet und außerdem die Schmach von Versailles trägt. Das ist ja auch sozusagen aus dem Krieg mitgenommen worden. Im Felde unbesiegt war ja die eine Slogan. Die Dolchstoßlegende war ein anderer. Und dass die Partei versprach, die NSDAP, das zu überwinden, zu revidieren und die alte Glorie des Deutschlands, des Wilhelminischen Reiches wiederherzustellen. Ich komme, da schließe ich gleich noch einen anderen Gedanken an, will aber ganz konkret nachfragen, Herr Falter, wenn Sie sagten, dass sich die Menschen von der NSDAP die Wiederherstellung dieses Solidargefühls versprochen haben. Das würde aber jetzt ja eher für die Frontkämpfergeneration gelten als für die Kriegskindergeneration, oder? Das gilt eindeutig für die Frontkämpfergeneration. Sehr viel stärker. Die Kriegskindergeneration sind unter den NSDAP-Mitgliedern überrepräsentiert, unter allen NSDAP-Mitgliedern. Sie sind nicht überrepräsentiert unter unseren 1000 Autoren der Texte, die wir ausgewertet haben. Da sind sehr viele ehemalige Soldaten dabei auch, was natürlich etwas auch mit dem Zeitpunkt des Eintritts zu tun hat.
Die alte Garde ist zwischen 25 und 28 eingetreten. Man musste mindestens 18 Jahre sein, um in die NSDAP eintreten zu können. Da können wir uns ausrechnen, dass viele von denen eben dann doch älter sein mussten, also zu den Soldaten zählen mussten, damit sie so früh in die NSDAP eintreten konnten. Und bei den Kriegskindern finden wir sehr stark das Entsetzen über die Niederlage. Man hat das ja nicht geglaubt. Sie haben Krieg gespielt. Sie haben dauernd Siegesmeldungen bekommen. Dann kommt der Hunger durch die Blockade. Dann kommt die Verelendung in den Steppen vor allen Dingen, weniger auf dem Land. Und da kommt eine Desillusionierung. Dann kommt die Niederlage, die Novemberrevolution. Das war, was man als Kinder, als Jugendliche so geliebt hat. Das Reich in schimmernder Wehr oder schirmender Wehr, je nachdem. Der Kaiser zackig voran und die Uniform und das Militärische, alles weg. Den Soldaten werden die Achselstücke abgerissen, die Offiziere werden möglicherweise verprügelt. Und das hat einer starken Abwendung vom System der Novemberverbrecher geführt, nämlich vom System der Weimarer Republik. Das letzte war natürlich ein Zitat. Ja, ich habe aus dem, was wir besprochen haben und aus dem, was ich den Fragen unserer Zuschauer entnehme, vier Fragen, die ich Ihnen gerne noch stellen würde. Ich darf alle Zuschauerinnen und Zuschauer schon darauf hinweisen, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass wir sehr klar bei der Stunde bleiben, die angesetzt ist. Das muss ich deshalb sagen, weil, lieber Herr Falter, ich jetzt schon sehe, also was ich noch an Fragen habe und was im Chat alles an Fragen kommt, würde uns problemlos eine weitere Stunde beschäftigen. Aber ich darf alle um ihr Verständnis bitten, dass wir sagten, man sagt ja oft, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist, dass wir also pünktlich zum Ende kommen werden. Aber die Zeit wollen wir konzentriert nutzen. Ich habe noch vier, wie ich glaube, Fragen, die dann auch auf die gegenwärtige Situation zielen. Ich möchte anschließend an das, was Sie gerade sagten, Herr Falter, den Begriff der Volksgemeinschaft noch einmal aufnehmen. Das war jetzt sehr prominent, Sie haben es gar nicht wörtlich genannt, aber das, was Sie gerade sagten, diese Solidargemeinschaft, was immer es ist, ist sehr deutlich in dem aufgetreten, was Sie gerade oder durchgeschimmert, was Sie gerade nannten. Statistisch gesehen, schreiben Sie in Ihrem Buch, bleibt das so ein bisschen diffus. Die Leute sagen das nicht so als Volksgemeinschaft, als Fachbegriff. Sie meinen es aber irgendwie und es bleibt bei Ihnen, wie soll ich sagen, Sie äußern sich etwas, wie soll ich sagen, nicht ganz festgelegt dazu. Deswegen frage ich Sie nochmal, welche Rolle hat es nach Ihrer Einschätzung jetzt wirklich gespielt, dass die statistische und die qualifizierende Erhebung scheinen da ein bisschen auseinanderzugehen? Also der Begriff der Volksgemeinschaft, der direkte Begriff, taucht relativ selten auf. Mhm. Für uns erstaunlich selten. Vor allen Dingen auch bei den Gimbel-Leuten, wo man es ja vielleicht annehmen sollte noch einmal, weil die ja in der Volksgemeinschaft dann lebten, wie immer man es sehen möchte. Und aber sagen wir mal, das ist ein Begriff, der selber ja relativ diffus auch wieder ist. Und wenn man dann nachschaut, mit was ist dieser Begriff verbunden, dann ist es tatsächlich Harmoniesehnsucht, ein Versuch, die gesellschaftliche Spaltung zu überbrücken, als gleichwertig angenommen zu werden, wenn man Arbeiter beispielsweise ist oder ein kleiner Angestellter. Ein bestimmter Sozialismus spielt auch eine gewisse Rolle. Das heißt, gegen Privilegien derer, die sie haben. Und wenn ich das alles dann zusammenziehe, dann haben wir doch die Volksgemeinschaft wieder, ohne dass sie genannt wird. Und dann taucht sie eben doch auf. Und das erklärt vielleicht, warum wir mit diesem Ergebnis auch, sagen wir mal, etwas anders liegen als andere, die auch versucht haben, mit diesem einen Text zu arbeiten, mit den Abeltexten. Mhm. Lassen Sie mich im Sinne einer allgemeinen historischen Einordnung und auch der Bedeutung für die Gegenwart. Denn viele der Fragen, die gekommen sind, beziehen sich dann doch auf die Frage, die Sie ganz am Schluss aufgeworfen hat. Was heißt das eigentlich für uns heute? Und ich würde ganz gerne abschließend diese Frage auch thematisieren. Aber dennoch zunächst einmal nochmal historisch fragen. Sie sagten gerade, es geht vielen darum, Spaltung zu überbrücken. Aber das ist doch genau das, was ja im frühen 20. Jahrhundert passiert. Wir haben diese Moderne, die als vielgestaltig, die als zerrissen wahrgenommen wird. Heute würden wir aus einer positiveren
sich das ganze Pluralismus oder Pluralisierung nennen. Aber genau das ist ja, was passiert, dass die Menschen diese Pluralisierung der Welt seit dem späten 19. Jahrhundert als Zersplitterung, als Zerstückelung, als zerrissen wahrnehmen und die moderne, die liberale, bürgerliche Moderne ablehnen und stattdessen solche ganzheitlichen Entwürfe suchen. Und insofern sind ja die großen Ideologien des 20. Jahrhunderts, sowohl der Kommunismus, der Marxismus, als auch mit seiner Ideal der klassenlosen Gesellschaft, als auch die Idee des Nationalsozialismus mit der Volksgemeinschaft und der rassereinen Gesellschaft, aber im Übrigen auch sozialtechnokratische Anwandlungen der westlichen Demokratien, sind ja solche Momente, eine irgendwie ganzheitliche Gesellschaft wieder herbeizuführen, die diese Pluralisierung überwindet, was wir auch antiliberal nennen können. Ich will jetzt einen Sprung machen, denn Sie haben gesagt, Herr Falter, da ist diese Idee, dass man nach dem Motto, wir wollen unseren Kaiser Wilhelm wieder haben, dass man die alte Größe wiederherstellt. Make Germany great again. Das ist doch heute auch etwas, was wir heute erleben. Wladimir Putin verspricht den Russen die Rückkehr zur alten zaristischen Größe Russlands. Xi Jinping verspricht den Chinesen die Emanzipation vom Jahrhundert der Demütigung zwischen 1839 und dem Zweiten Weltkrieg und die Chinesen zu ihrer historischen Größe wieder zurückzuführen. Make America great again, whatever he may have meant. Trump hat auch also diese Vorstellung artikuliert und die Leute haben ihm auf eine ähnliche Weise zugejubelt, die wir eigentlich, Sie und ich und wahrscheinlich fast alle unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht verstehen können. Aber ist das nicht ein geradezu überzeitliches Motiv, jedenfalls in der Moderne, durch Entwürfe durch ganzheitliche Entwürfe beziehungsweise auch durch eine solche Form von historischem Narrativ, Legitimität und Mobilisierung zu gewinnen, von der wir feststellen müssen, dass die im frühen 21. Jahrhundert viel, viel wirkmächtiger sein können, als wir das als, ich sag mal, liberale Anhänger einer pluralistischen Gesellschaft für möglich gehalten hätten? Das ist eine dieser wunderbaren Fragen, die man sehr knapp beantworten kann mit Ja. Und tatsächlich, also so sehe ich es auch, wer hätte noch die formierte Gesellschaft von Ludwig Erhard bringen können? Was ja auch in die gleiche Richtung geht natürlich. Es ist eine Harmoniesehnsucht, die da ist. Der Mensch möchte nicht dauernd mit Konflikten leben. Er möchte nicht mit Klassenkonflikten, nicht mit Nachbarschaftskonflikten leben, sondern er sucht Harmonie. Und Harmonie kann er kriegen in einer Gesellschaft der Gleichen. Entweder durch sozusagen die Zwangsegalisierung im Kommunismus, eine Gesellschaft der Gleichen in der Größe, die man ihm anbietet, des Vaterlandes, wo man sich selber dann auch wieder größer fühlt und besser aufgehoben fühlt. All das sehe ich in der Tat sowohl bei den frühen Nationalsozialisten als auch in bestimmten Bewegungen, die wir heute erleben. Sie haben Trump genannt, er gehört da rein, seine Anhänger gehören da rein, meines Erachtens. Aber das bringt mich zu meiner vorletzten Frage. Eine Bemerkung will ich noch machen, weil die sehr, sehr unbequem ist, bevor ich zu meiner Schlussfrage komme, Herr Falter. Eines will ich noch mal aufgreifen, das haben Sie so ganz am Anfang so beiseite genannt, die Frage des Alters. Der Nationalsozialismus war eine Jugendbewegung. Und jetzt würde ich als Historiker sagen, Nationalsozialismus war eine Jugendbewegung, die französischen Jakobiner waren eine Jugendbewegung, die chinesische Kulturrevolution war eine Jugendbewegung und wir haben gerade drei Bewegungen genannt, die extrem gewalttätig, mörderisch gewesen sind, die Jugendbewegungen gewesen sind. Das ist nicht auch ein Element, jetzt frage ich etwas suggestiv, für die politische Diskussion in unserem Land, dass man nicht, wie das in letzter Zeit ja doch häufiger mal der Fall ist, dass man Jugend nicht als einen Wert an sich verabsolutiert, sondern Jugend als ein statistisches Faktum feststellt, dass über die Qualifikation und über die Inhalte einer solchen Bewegung zunächst mal gar nichts aussagt? Entschuldigung, das ist eine etwas suggestive Frage, aber ich habe es aus Ihren Überlegungen gewonnen. Ich werde sie völlig unsuggestiv beantworten. Jugend ist begeisterungsfähig und begeisterungsfähiger als jedes andere Lebensalter, wie wir wissen. Jugend ist aktivierbar. Jugend ist im Allgemeinen auch in der Lage, auf die Straße zu gehen und möglicherweise auch in Form der SA-Schlägereinheiten beispielsweise sich in Kämpfe hineinzubegeben. Das können alles Ältere nicht. Wir leben in einer Seniorengesellschaft in der Zwischenzeit, weitestgehend.
Selbst Sie haben die 50 überschritten in der Zwischenzeit und sind nicht mehr die ganz junge Hoffnung der deutschen Geschichtswissenschaft. Ich ging auch selten zu Schlägertrupps hin, also das habe ich mir abgewöhnt. Ja, ja, eben, aber damals in der Jungen Union war es ja vielleicht anders. Und nein, Scherz beiseite, da hat man nur Plakate geklebt und abgerissen. Ja. Und aber das erklärt es natürlich, warum solche Bewegungen so Jugendbewegungen sind. Aber es gibt auch andere, es gibt absolut friedliche Jugendbewegungen, die Fridays for Future beispielsweise, sind nun die friedlichste Form, die man sich bisher vorstellen kann. Die Absprengsel sind anders, wie wir wissen, die Konkurrenzorganisationen. Meine letzte Frage geht nochmal auf das zurück, was wir vor diesem kleinen Exkurs besprochen hatten. Was Sie skizziert haben, Herr Falter, sagt doch nichts anderes, als dass in den 2020er Jahren, ähnlich wie 100 Jahre zuvor, Liberalismus, die liberale Demokratie unter Druck ist. Was würden Sie sagen, Herr Falter, was ist für Sie die politische Konsequenz aus Ihren wissenschaftlichen Ergebnissen? Was bedeutet dieser Befund für den Liberalismus in den 2020er Jahren? Der Liberalismus kann nur ein sozialer Liberalismus sein. Das ist von entscheidender Bedeutung. Er darf die Gesellschaft nicht spalten in solche, die nichts haben und solche, die Mehrheit, die sehr viel hat, sondern muss darauf achten, dass niemand verelendet, dass kein revolutionäres Element entsteht, das genau aus dieser Verelendung heraus. Das heißt mit anderen Worten, der Liberalismus muss hellwach sein. Er ist, glaube ich, durchaus die wirkungsmächtigste oder zumindest die effizienteste Form der Gesellschaftsgestaltung. Aber er kann es nur auf Dauer sein, wenn er das soziale Element mit berücksichtigt und entsprechend agiert. Das ist eigentlich das perfekte Stichwort, um an die Karl-Hermann-Flach-Stiftung wieder zurückzugeben. Damit haben wir jetzt den großen Bogen geschlagen zur Geschichte des Liberalismus im 20. Jahrhundert und die Bedeutung all dessen, was Sie erforscht haben, lieber Herr Falter, für uns im Jahr 2022 und in der vor uns liegenden Zeit. Ich darf mich an dieser Stelle bei Ihnen, Herr Falter, für dieses sehr anregende Gespräch bedanken und nun an Frau Elz zurückgeben und zugleich mich von Ihnen und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern in Ihrem Namen sicher auch, Herr Falter, verabschieden. Frau Elz, bitte. Vielen Dank und diesem Dank kann ich mich auch nur anschließen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön für dieses spannende, interessante Gespräch und für die Einblicke, Herr Falter, die Sie uns in Ihre Forschungsarbeit gewährt haben, Ihnen beiden für das sehr, sehr interessante Gespräch. Und ich kann natürlich jetzt nur noch mal auf das Buch verweisen, erschienen im Campus Verlag. Darf ich Ihnen die Lektüre sozusagen noch mal ans Herz legen. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr, sehr herzlich für Ihr Interesse heute. Die Regenanteile an den Fragen, die wir leider nicht alle mit berücksichtigen konnten. Ich bat ja schon am Anfang um Verständnis. Wir hatten eine hohe Teilnehmerzahl und dementsprechend auch viele, viele Fragen im Chat. Nichtsdestotrotz lade ich Sie herzlich ein, sich bald wieder bei uns einzuschalten. Ich habe Ihnen einige Links schon zu unseren kommenden virtuellen Veranstaltungen in den Chat gestellt und darf Ihnen jetzt an dieser Stelle allen im Normalfall würde ich sagen, einen wunderbaren Nachhauseweg. Im Webtalk sagt man dann, glaube ich, trotz allem einen wunderschönen Abend wünschen. Und alles Gute, auf bald hier bei der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Karl-Hermann-Flach-Stiftung. Und herzlichen Dank nochmal an unsere beiden Referenten. Schönen Abend.